Willkommen zurück zu Folge Nummer 2 von Schokobos Mystery Dungeon Everybody. Wir hatten ja schon in Folge 1 einen Stream uns ansehen können. Es war ja eher so ein bisschen rumgelaber und rumgealber. Haben wir ein bisschen rumprobiert, wir haben gefailt. Und heute gucken wir uns so Stück für Stück in dem Gameplay die ein oder anderen Sachen an, die vielleicht dann interessant sein durften. Die erste Frage, die ich gestellt bekommen habe, war: Kann man das Spiel zu zweit zocken? Wenn ja, wie funktioniert das? Werde ich am Ende selber ausprobieren. Also ich habe jetzt keine zweite Person, aber ich habe ein zweites Gamepad. Mal gucken, ob sich das dann gut spielen lässt, ob der eine die Funktion des Buddies übernimmt und selbstständig agieren kann auf einem Bildschirm oder ob wir da so ein Splitscreen haben. Ich bin gespannt. Naja, aber auf jeden Fall, wenn wir es heute austesten, dann... Ich habe auch festgestellt, ich habe das Spiel nach dem Stream sofort beendet und die Items waren dann wieder da. Also ich kann mich daran erinnern, dass das Spiel gesagt hat, wenn ich in einem Dungeon bin und ich versuche so ein bisschen rumzutricksen, wenn ich nämlich sterbe, ich spiele ja auf dem Modus Hard und bei dem Hard-Modus ist es so, dass wenn ich besiegt werde, verliere ich all mein Zeug und muss von vorne mir alles zusammenfarmen. Und wenn ich nämlich einfach so das Spiel beende und dann das Spiel neu starte, dann zählt das ebenfalls als wenn ich gestorben wäre im Dungeon. Da habe ich mir gedacht, okay, dann speichert das Spiel ja irgendwo auch automatisch ab. Aber nee, das speichert nicht automatisch ab. Ich habe den Spielstand einfach neu geladen und dann war die 2 Stunden vom Stream einfach weg, aber ich hatte all meine Items. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Wir waren, glaube ich, bei Stufe 22. Unser Chocobo ist jetzt bei Stufe 26. Ich spiele auch immer noch mit dem Dragoon und ich habe ein bisschen rumgefarmt. Wir haben 2 Dungeons. Hier auf der Karte, dort wo die großen Kristalle angezeigt werden. Rechts der Feuerkristall, 1. Dungeon Ifrit. Hier links der 2. Kristall, der blaue, da ist Leviathan. Und der hat uns richtig zur Schnecke gemacht. Jetzt war ich in diesem Leviathan-Dungeon drin und habe halt Folgendes herausbekommen. Wir haben dort die Möglichkeiten, ein paar coole Effekte für unsere Waffen auch zu erhalten. Und jetzt habe ich das hier bekommen. Coral Talons. Diese Korallensachen findet man dort entweder per purem, was die Zufall, im Dungeon rumliegen oder durch den Mogri, der in dem Shop ab und zu mal kommt, wenn du auf dieses Warp-Portal, das grüne, trittst. Dann kannst du dir Coral Saddle und Coral Talon kaufen und die haben 18 Verbesserungsmöglichkeiten. Unten steht's. Da steht 23 von 18. Ich habe also mehr als 18, deswegen ist meine ATK jetzt bei 42. Das ist ein ordentlicher Unterschied. Und wir werden es auch gleich mal austesten, denn ihr werdet sehen, der Bosskampf gegen Ifrit, den jage ich nämlich gerade, weil ich ihn als Buddy haben möchte, führt dann die Shiva, die ja in dem 2. Dungeon auf mich wartet, dass ich es dann gegen der einfacher habe. Und ich kann Ifrit one-hitten. Kein Spaß, ich kann ihn jetzt bereits schon one-hitten. Das ist einfach phänomenal und ich hatte da Schwierigkeiten. Also mein Tipp, geht und farmt euch und macht da Hone, Hone, Hone immer schön verbessern bis zum Maximum. Und jetzt mal eine Sache, die gehen wir auch kurz durch. Das Spiel gibt dir irgendwann den Hinweis und sagt, wenn du deine Waffe aufgemaxt hast, also 18 von 18, dann gibt es noch einen Trick, wie man noch ein bisschen über dieses Limit steigen kann. Freya kann das auch. Ich kann einmal Hone benutzen. Und wenn ich jetzt hier nicht schon die 23 hatte, dann würde jetzt Freya Folgendes machen. Nochmal Hone aktivieren und dann besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal plus 5, so ist es zumindest bei Coral Talons und Coral Saddle, dazu bekomme oder die Waffe verschlechtert sich. Ist also Risiko. Was habe ich gemacht? Ich habe zufälligerweise immer in dem Shop im Dungeon, da ist ja ein Mogri, der kann auch einmal für 3000... Gil ebenfalls Hone ausführen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sollte ich das machen? Das ist doch bei Freya viel günstiger. Erstens kann sie es öfter und das ist günstiger. Ich habe es aber trotzdem bei Mori gemacht, weil ich mir gedacht habe, naja, vielleicht habe ich bei ihm eine höhere, wenn nicht sogar eine 100%ige Chance, dass dann dieser extra Bonus greift, weil wenn ja, ich habe es jetzt 4-mal gemacht und 4-mal hat es geklappt. Ich werde es weiter austesten und ich werde hier bei dem Spiel auch nicht online nachschauen.
Ich möchte hier alles selber entdecken und bisher scheint es so zu sein, dass das genau so funktioniert. Also wenn du die Waffe, also ich werde immer bei Freya alles hochmaxen bis zum Ende und dann den letzten Feinschliff, den gebe ich dann im Mogri-Shop aus. Also dort mehr Geld investieren, weil da die Chance höher scheint, dass man die Waffe noch weiter maxen kann. Und das ist einfach fett. Und wir haben auch andere Effekte noch mit drauf. Ist aber auf der anderen Waffe. Das muss ich euch ebenfalls zeigen. Denn ich habe mir jetzt vorgenommen, okay, wenn ich schon neue Waffen habe, da kann ich auch beide Elemente. Ich habe momentan Feuer und Wasser zur Auswahl. Crafte ich mir einfach für jedes Element eine Waffe. Dass ich zur Not auch da gewappnet bin für den einen oder anderen Boss. Habe ich aber zur Sicherheit hier abgespeichert und zwar im Lager. Gucken wir uns auch direkt mal an. Ja, hallo Chocobo, hier, Wistro-Item. Da, Kautalons plus 23 ebenfalls. Ja, habe ich schon hochgemaxt. Und wenn man auf Jagd geht nach diesen Esper. Ich habe so viele Runs gemacht, das dauert so unwahrscheinlich lange. 4-5 Stunden habe ich jetzt versucht schon zu fahren. Ich meine, ich muss den 10-mal besiegen, im blödsten Fall. Und habe den stundenlang nicht bekommen. Das ist auch so krass. Also das Farmen dauert ein bisschen, aber man kriegt eben dann sowas hier und das pimpt ja deine Gegenstände ebenfalls auch. Aber zurück zur Waffe. Wir haben da coole Effekte drauf. Und zwar einmal Increase Damage dealt to Giants. Und dann hatte ich noch irgendwas anderes gefunden, was aber hier dann doch nicht drauf ist. War es dann auf der anderen Waffe? Also das wundert mich gerade. Ach ja, hier, genau. Increase Damage dealt to Foes. Ich habe keine Ahnung, wie hoch der Schaden ist, aber auch das ein Zufallsdrop oder ein Zufallsitem in dem Wasserdungeon. Es gibt also Waffen, da kannst du den Effekt übernehmen durch Fusion, dass der generelle Schaden einfach erhöht wird. Ich meine, Foes, irgendwie ist doch alles hier ein Fu, oder nicht? Das ist keine Beschränkung, das erhöht einfach den Schaden. Und damit ist die Waffe einfach richtig genial. Und jetzt frage ich mich, wenn ich irgendwann gegen ein Monster antrete, was keine Schwächen gegen Wasser hat, dann könnte ich rein theoretisch auch immer Wasser entfernen und ein neues Element draufpacken. Ich brauche nur genug Waffen, die eben die neuen Elemente mir immer wieder geben können. Soweit verstanden? Das macht hier unwahrscheinlich viel Spaß, sich auszuprobieren. Und da vergehen die Stunden wie im Flug. Ich bin jetzt bei Stunde 16 und es kommt mir gar nicht so vor. Überhaupt nicht, also mir gefällt's. Jetzt haben wir doch sehr viel rumgelabert, am Anfang wollte ich gar nicht. Ich wollte euch nämlich Folgendes zeigen. Wir gehen erstmal noch ins Dungeon rein, wo Ifrit zu holen ist. Ich muss ihn noch zweimal bekommen. Mit ein bisschen Glück besiege ich ihn einmal und erhalte dann zweimal Freundespunkte, also Buddy Friends. Das wäre sehr schön. Und der Dragoon, also ich freue mich auch jetzt schon auf das Austesten der anderen Chocobo-Klassen. Der macht so unwahrscheinlich viel Schaden mit seinen neuen Skills. Das muss ich euch ebenfalls zeigen. Der Freundschaftsrang, der Jobrang ist auf Stufe 5. Im Stream hatten wir schon festgestellt, Jobklasse 8 ist wohl das höchste. Wir haben auch bald die 6. Klasse erreicht. Finde ich auch schon mal sehr gut. Und was kann der jetzt an Abilities? Das hier, High Jump, kostet nur 2 SP-Punkte und macht fast 500 bis 600 Schaden. Richtig gehört, 500 bis 600. Und im Stream, da hatten wir vielleicht so 30, wenn überhaupt, Durchschnittsschaden. Das ist so fett. Ja, und warum zeige ich euch den Dungeon jetzt nochmal? Ich werde auch gleich einen Schnitt setzen, denn mein Ziel ist jetzt Ifrit farmen. Und dazu muss ich in die unteren Ebenen. Ich habe jetzt mehrere Tests Durchläufe auch hinter mir und kann sagen, von den Erfahrungen ist es so, dass Ifrit anscheinend, ich bin mir nicht sicher, weil, wie gesagt, ich habe online nicht nachgeguckt, aber es sieht eher so aus, als wenn auf Ebene ab 16, also 16, 17, 18, 19 und 20, in diesen letzten 5 Ebenen haben wir überhaupt die Chance auf einen Ifrit. Vielleicht auch vorher, aber immer wenn ich vorher einen Duellraum gefunden hatte, war nie ein Ifrit auch drin und hat sich uns entgegengestellt. Immer so ein Kaktor oder so ein komischer Schleim.
Und das ist blöd. Deswegen hier durchwaschen. Bis zu Ebene 16. Und dann mal gucken, ob wir was Neues, Interessantes finden. Ne? Und ihr seht schon, der normale Angriff. Das ist auch so fett. Jetzt sind wir schon bei Level 27. Aber selbst unser normaler Angriff beim Schokobo, der macht 150. Der kann da gerne einpacken. 207 jetzt sogar. Also vielleicht lag es dann wirklich nur am Level. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil die Vermutung war ja, als wir den Fail hatten im Stream, vielleicht sind wir einfach zu sehr unterlevelt. Da ich mir gedacht, nee, das kann nicht am Level liegen, weil wir haben ja kaum Schaden gemacht. Ja, ruhig mal ein paar neue Skills benutzen. Wir können ja auch mal just for fun einmal Sprung aktivieren. Bei irgendeinem Gegner. Der nächste arme Irre, der sich uns in den Weg stellt, der wird leiden, kann ich schon mal sagen. Und das Coole ist auch bei diesen ganzen Testdurchläufen, es sammeln sich die Bücher an. Und was meine ich mit Bücher? Die dir coole Effekte geben. Wie das hier zum Beispiel. Im Mobilize Book und Confuse und Sleep Book. Gerade wenn du gegen einen Kaktor antreten musst, da sind diese Bücher einfach das Nonplusultra. Der ist so schnell, du musst ihn verlangsamen oder eben dazu bringen, dass er gar nicht erst weglaufen kann. Das wäre das Beste, deswegen habe ich die Bücher auch immer mitgenommen. Und die helfen dir bei den Bossen. Das brauchst du. Ohne hast du es einfach schwerer, es sei denn, du bist vom Level sehr hoch. Und das ging bisher sehr zügig. Und auch wenn das schon sehr schnell gewesen ist, ist das Farmen für einen Ifrit als Buddy trotzdem sehr mühselig. Ich weiß nicht, wie es da euch geht und wer da auch das jetzt versucht. Aber ich habe so selten mal ein Warp-Portal gefunden, was dann auch mich zu einem Duellraum führt. Ich weiß nicht, ob die Chance 1 zu 2 ist, also 50%. Denn wir haben ja momentan drei verschiedene Möglichkeiten. Du kannst einmal in einen Shopraum kommen, wo du bei einem Mogli Sachen einkaufen kannst. Normale Gegenstände wie... hier ist nichts. Ja, wie High Potion oder sowas. Dann kannst du in einen Shopraum kommen. Okay, dann teste ich hier den Sprung. High Jump. Jetzt pass mal auf. Alter, 530. 530 und das Ding kostet nur 2 SP-Punkte. Ich sag's nochmal. Aber zurück zu den Shops. Oh, wir haben ein Buch bekommen. Wir haben irgendein Büchlein gehalten. Das müsste da unten links eigentlich stehen. Habe ich aber nicht gelesen, leider. Ja, und hier gibt's keinen Shop. Ja, und ich bin halt ziemlich oft in diesen normalen Shop-Räumen. Also die Chance, dass ich da auf ein Duell komme oder stoße, das ist gefühlt richtig, richtig schlecht. Irgendwie jeder sechste Tritt auf so ein Portal bringt mich zu einem Duellraum. Das war am Anfang anders. Da habe ich wahrscheinlich einfach nur sehr viel Pech die letzten Stunden. Und wenn ich dann mal auf einen Duellraum auch dann trete, dann ist es immer noch nicht zu 100% gesagt, dass dann auch ein Ifrit da auf mich wartet. Da zum Beispiel. Hier gehe ich jetzt rein und ich erhoffe mir, dass einfach ein Duell stattfindet. Es ist natürlich wieder ein Shopraum. Könnte ich einfach brechen. Vielleicht kommen die auch öfter. Vielleicht ist die Chance auch 1 zu 3. Und das Item hier, das können wir auch klauen. Problem ist, du musst dich dann dem in den Weg stellen. Und der sagt, na, wenn du es bis zum Ausgang schaffst, dann kannst du es behalten. Vielleicht ein Item, dass man den als Buddy auch bekommt. Aber der ist sehr schnell. Der bewegt sich so schnell wie ein kleiner Kaktor. Ich habe da auch schon eine Strategie. Ich brauche sehr viele Hasttränke und muss den verlangsamen. Es gibt Bücher, sowas wie Slowgar. Da kannst du in einem Dreifelder Radius alle Gegner verlangsamen. Das ist meine Strategie. Den verlangsamen, mich aufpippen, dass ich ganz, ganz schnell bin und dann bloß hier nach oben flüchten. Wenn ich das schaffe, kann ich das Item behalten, fehlen mir aber ein paar Tränke. Ja, und der hätte dir jetzt nur ganz normale Sachen verkauft. Sowas wie Potions eben. Und der andere, das ist ein Schmied. Und er kann eben einmal deine Waffe verbessern. Also das lohnt sich schon. Und das Coole ist, bei diesen Shop-Inhabern, wenn du in einem neuen Dungeon bist und du hast noch keine gute neue Waffe gefunden, dann kauf dir einfach die Waffe von diesem Shop-Inhaber, von dem Mogri. Weil die haben die Durchschnittswaffen, die man im jeweiligen Dungeon auch finden kann, im Sortiment. Und die kannst du hochmaxen.
Und die Punkte, die wir jetzt hier auf den alten Waffen drauf haben, die kannst du ja mit übernehmen. Das ist ja das Schöne. So, jetzt haben wir hier aber trotzdem... Ja, leider immer noch nicht das Richtige erfunden. Ja, wir haben Pech. Sollten wir jetzt bis nach unten kein Glück haben, und wir haben auch kein Glück. Da kann ich eigentlich schon wieder umdrehen, denn da hinten, da wird kein weiterer Raum mehr sein. Da wird nur noch eine, ja, eine Straße hier den Weg weiterführen. Oh, verrottet, und ich trete auch hier in jede Falle, die es gibt. Ekelhaft, hätte ich gleich zurücktreten müssen. Ich müsste mittlerweile auch so viele Buddy-Punkte haben von den Gegnern. Vielleicht habe ich da nebenbei einfach schon alles freigeschaltet. Das ist einfach auch falsch. Also bisher hatte ich zumindest Glück mit dem Aufkreuzen dieser Warp-Portale. Dass so in jedem zweiten Gebiet eins dieser Shop-Symbole ist. Oder eben auch Duell-Symbole. Job-Level up. Richtig nice. Direkt mal angucken, was haben wir Schönes bekommen. Dragon Power. Cast Bravery and Temporarily Increase Attack. Richtig Hammer. Kostet zwar auch viele SP-Punkte, aber das in Verbindung mit High Jump. Alter. Da kann sich der gute Ifrit schon mal warm anziehen. Denn die Kombo, die sollte mehr Schaden machen als 500. Ne, wir haben kein Glück. Wir finden einfach die richtigen Räumlichkeiten nicht. Also nicht mal eins. Ach doch, wir hatten auch schon den Shopbesuch gerade. Ja, haben wir wohl ein bisschen Pech. Aber macht nichts. Wir gehen trotzdem nochmal nach unten, denn ich möchte nochmal gegen den Phoenix auch das austesten. Da habe ich schon lange nicht mehr gegen den gekämpft. Nur mal zu sehen, ob der Unterschied so gravierend ist. Ach, die Jobpunkte hätten wir ruhig mitnehmen können. Und was passiert eigentlich mit hier? Jetzt, Leute, Daumen drücken. Wenn Duell, dann Ifrit. Yes, Dual Trip. Haben wir etwa Schwein? Haben wir Schwein? Oh, wir haben Schwein, Leute. Und wir können das erste Mal uns pushen mit Dragon Power. Und High Jump durfte auch drei Felder vor uns. Er ist genau im Ziel. Jetzt passt auf, das wird ein One-Hit. Vorher waren es immer so 500, manchmal auch 600. Wenn da jetzt eine 700 steht, dann weißt du Bescheid, dass der Effekt von Dragon Power dann doch einen ordentlichen Schub gibt. 883! 883! Das macht doch nicht 50% mehr Schaden! Weil von 600 auf 900, das ist die Hälfte on top. Never! Und wir haben 2 BP bekommen! Richtig nice! Damit spare ich mir einmal Farm! Oh, kriegst du ein bisschen Gänsehaut! Hammer! Das heißt, ich brauche nichts wegschneiden. Das werde ich am Stück einfach alles hochladen. Das ist ein richtig guter Durchlauf. Ja, manchmal brauchst du auch ein bisschen Glück. Und den Phoenix, den werden wir auch besiegen. Der braucht halt nur zweimal eine Spezialattacke abbekommen, dann ist er auch weg. Ich habe allerdings nicht mehr so viele Punkte übrig. Macht nichts. Ja, aber wenn man jetzt nochmal angreifen würde, wäre er weg. Dann machen wir eben zwei normale Angriffe. Und was hatte ich für Schwierigkeiten? Und der ist jetzt weg.
So einfach kann es sein, das ist überhaupt kein Vergleich mehr zum Streamen. Und jetzt? Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wir gehen nochmal schön gemeinsam ins Eisgebiet und versuchen das so gut zu machen, dass wir im idealen Fall auch gegen Shiva antreten können. Das ist nämlich dann der Secret Boss im Wasser, ja, Biom oder Mystery Dungeon. Und da sehen wir uns nämlich gleich wieder. Hier gibt es einen kurzen Break dann doch, weil ich muss mal kurz Sachen managen machen. Dann werde ich mich vorbereiten, ein paar Hilfs-Items mitnehmen, wo ich denke, das könnte ich gebrauchen. Und dann sehen wir uns wieder entweder kurz vor Leviathan oder dann doch überraschenderweise bei Shiva. Also bis gleich. Ich hoffe, dass jetzt hier ein Duellraum ist. Ich habe jetzt dreimal so eine Warp-Falle gefunden und dreimal hintereinander Shop. Es ist eben, was ich vorhin schon erwähnt hatte, das ist halt wirklich Pech oder Glück. Bisher hatte ich Pech gehabt, aber wie groß ist die Chance, dass Dinge viermal hintereinander kommt? Es ist eine Duellfalle. Okay, schon mal gut. Jetzt noch Daumen drücken, dass da Shiva auch drin wartet. Und sie wartet auch tatsächlich. Ja, wir machen hier mehrere Sachen. Als erstes hoffe ich, dass wir... Na, wir haben nichts, um hinzuschmeißen. Die Tränke. Hier bräuchte man Tränke, denn die ist ja mehr als nur drei Felder weit entfernt. Das Blöde ist, die wird schon mal einen Zauber auf uns spammen können. Ja, und was können wir machen? Wir können nichts werfen. Wir könnten höchstens hier so einen Poison-Drink hinschmettern. Brauchen wir aber nicht. Dann werde ich mir aufstärken. Kann ja nichts schaden. Da verschwenden wir keinen Zug. Was macht sie? Sie zaubert. Das war klar. Trotzdem 40. 40 Schaden ist echt fett. Sie macht Ice Dance. Wir machen jetzt Folgendes und zwar... Ich muss es testen einfach. Der Kampf, der dient wirklich nur dem Test. Und ich habe keine Potions mitgenommen. Das ist ja nachlässig. Ja, das passiert, wenn man nämlich zu oft die einfachen Dungeons macht und da keine Gefahr wittert. Aber ich mach slow. Ich hoffe, sie ist anfällig, weil ich brauche mehr Züge, um zu testen. Es hat funktioniert. Okay, Nummer 1. Wir haben jetzt Folgendes ausgerüstet. Und zwar, wir machen Wasserschaden. Sicherlich nicht effektiv, aber ich muss wissen, ob dann der Effekt, weil wir haben noch einen anderen Effekt drauf, der generell den Schaden erhöht. Vielleicht machen wir mit der Waffe trotzdem mehr Schaden als mit der Waffe. Was ja unwahrscheinlich ist. Aber da ist Feuer drauf. Und sie als Eisgegner dürfte feueranfällig sein. Ich bin gespannt. Wir machen 60 Schadenspunkte. Ifrit macht auch nur 22. Das ist nicht viel. Ich wechsle jetzt die Waffe. Das wird mich zwar einen Zug kosten, aber ich muss es probieren. Und sie greift nur nochmal an. 61, das nimmt sich nichts. Es nimmt sich gar nichts. Aber man muss auch fairerweise sagen, das ist eine Waffe, die hat, warum auch immer, 5 ATK-Punkte weniger. Das heißt, wir greifen mit dem richtigen Element an, haben aber 5 ATK-Punkte weniger. Der Schaden ist trotzdem gleich viel. Das heißt, wenn jetzt die Waffe genauso stark wäre wie die Waffe, dann würden wir mit Feuer dann tatsächlich mehr Schaden auch verursachen. Ja, muss man wissen. Dann, wir haben eine Feuerlanze oder High Jump. Und wir haben auch Hellfire. Ich benutze auf jeden Fall schon mal von Ifrit Hellfire. Denn das senkt ja auch die ATK der Shiva. 56. Das hat gar nichts gemacht. Ich mach mal High Jump. 224, also der Schaden war schon mal satt. Sie hat sich aufgeheilt. Ich mache jetzt Flame Lens. Nur um zu vergleichen, ob es was bringt. Weil wie gesagt, sie dürfte ja anfällig sein auf Feuerattacken. Aber High Jump. Ha, da muss man erstmal auch dann über den Schaden kommen. Also ich muss testen. 176. Lohnt sich nicht. Naja, sie könnte mich jetzt mit ihrem Move fertig machen. Ich mache sicherheitshalber mal Folgendes. Deswegen habe ich mir auch extra das mitgenommen. Und zwar
Phoenix Megasit. Ich benutze es. Falls ich hier sterben sollte, gibt mir der Phoenix zumindest ein extra Leben und er heilt mich auch komplett auf. So. Hätten wir es auch schon mal. 193. Ich hab's mit mir schon fast gedacht. Wir schlafen sogar noch. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass sie so eine blöde Attacke kann. Tja, ich würde mich ja gerne auffallen, habe ich aber nichts. Ja, Ifrit ist weg und was kann ich jetzt machen? Gar nichts. Ich müsste eins nach vorne, dann greifen sie aber wieder an und dann bin ich nämlich weg. Mach ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe nichts zum Auffallen. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das war wirklich sehr nachlässig, aber wir haben ja ein extra Leben. Also. Die lässt mich gewähren. Oh, bin ich ein Schwein. Aber habe ich nicht gerade schon einen Zug verschwendet? Anscheinend nicht. Oh, da ist er weg. Sie hat irgendeine Explosion noch ausgelöst. Hätte die uns jetzt getroffen, wenn wir in der Nähe stehen würden? Aber was eine knappe Nummer. Jetzt ist aber leider Ifrit gestorben, was sehr schade ist. Ne, ich gehe mal noch nicht runter, weil wir haben ganz wenig Lebenspunkte. Ja, das wollte ich ja austesten. Dann, was machen wir jetzt? Also hier gibt es auf jeden Fall gleich auch den nächsten Break, denn ich muss nochmal nach oben. Wobei, das können wir gleich machen. Ja, komm hier. Ich flüchte einfach, weil ich brauche eh mehr Hide-Items. Und dann machen wir unten nochmal den Leviathan. Da bin ich dann hoffentlich ein bisschen besser ausgerüstet. Aber so zum reinen Test hat es doch erstmal ausgereicht. Ich gehe jetzt nochmal kurz rein, denn ich möchte euch ja auch die speziellen Buddies zeigen. Wir haben den Phoenix schon in Aktion gesehen. Wir haben auch gesehen, wie Ifrit aussieht. Aber nur bei diesen Altaren darfst du sie ja auch beschwören. Aber sieht schon geil aus. Also wenn der so einen hinterherläuft, richtig genial. Aber der Schaden lässt halt zu wünschen übrig. Da ist der normale Schaden von unserem Dragoon schon besser. Ja, und das macht dann eben Spaß. Also ich werde auch hier versuchen, nach und nach ein bisschen rumzufarmen, mehr Erfahrungspunkte auch zu bekommen. Ich werde die Freelancer-Klasse ebenfalls schon mal hochpimpen bis Stufe 6. Beim Knight ebenfalls. Den auch. Und den hier unten habe ich schon auf 6. Und dann gucke ich mal, wer am meisten Spaß macht. Der Magier, den finde ich jetzt nicht mehr ganz so spannend. Also ich finde immer noch den Dragoon am coolsten. Und der Knight ist auch cool, weil er die Gegner nämlich so wegschleudern kann. Da haben wir es. Attack 51. Deals Fire Damage to all foes with a sweet tail radius and reduce their attack. Und Resistance, Feuer und Eis. Wer hätte es gedacht? Und das muss man sich mal geben. Der hat schon eine Resistenz gegen Eis und hatte gegen Shiva trotzdem kaum eine Chance. Das ist krass. Wir haben es zwar überlebt, aber ohne Heilung kannst du auch vergessen. Also die haut schon ordentlich rein. Aber ja, immerhin. Einmal besiegt, brauchen wir so noch zweimal. Ach Quatsch, noch neunmal. Was erzähle ich? Zweimal. Und der Phönix. Und hier haben wir wohl, das sind die vier Wächter, die wirst du nach und nach besiegen müssen. Das die vier Subklassen vom jeweiligen Dungeon. Bleiben aber immer noch die hier übrig. Also es gibt noch 10 weitere unentdeckte. Ja, bis auf Devil Chocobo. Den werde ich mir auch holen. Ach, schön, 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 schön. Und dann spielt man nämlich so vor sich hin. Tja, machen wir es noch. Ich meine, wollen wir jetzt noch den Leviathan uns zur Brust nehmen? Oder machen wir hier einfach ein Folgenende? Ich will ja auch nicht zu viel spoilern. Ich denke, ich werde einmal ganz kurz noch den Phönix
hervorbeschwören. Ja, so sieht's aus und ja, das macht auf jeden Fall Laune. Diese ganzen großartigen Esper-Aufrufe, wenn die hinter einen so herdackeln. Leider haben die aber bisher wirklich kaum irgendwelche nennenswerten Effekte. So normalen Angriff, wie halt normale Monster das können, das wäre besser. Weil wenn ich in einem Gang bin und Phönix steht hinter mir, dann bringt's mir halt auch kaum irgendwas, wenn der nicht attackieren kann. Das ist eben blöd, das macht die zum Buddy eigentlich sehr uninteressant. Aber sehen halt schön aus. Dann, ja, hier gibt es trotzdem noch einen Schnitt. Dann werden wir uns den 2-Player-Modus einmal genauer anschauen. Der 2-Player-Spielmodus, der ist sehr interessant. Habe ich gerade eben so ein bisschen rumprobiert. Und wie aktiviert man das Ganze? Man muss hier auf Option gehen und erstmal einstellen 2-Player-Game. Soweit so gut. Jetzt werden wir hier aufgefordert. Okay, wir brauchen einen zweiten Controller. Habe ich auch. Den werde ich mal aktivieren. So, und jetzt folgendes. Man darf halt nicht mit dem Hauptaccount draufgehen. Du brauchst entweder einen neuen Benutzer oder gehst schon auf einen bereits aktivierten Benutzer. Das ist bei mir Benutzer Nummer 1. Eingeloggt steht da. Da gehe ich drauf. Und jetzt kann ich hier nämlich auch X drücken. Und siehe da. Die Musik ändert sich. Wie hammer ist das? Richtig genial. Also ich hoffe, man kann das auch irgendwie einstellen, dass das dauerhaft auch im Ein-Player-Modus ist. Der Soundtrack ist einfach mega. Der ist so mega. Und tatsächlich können die beiden sich einzeln voneinander bewegen. Was interessant ist, wenn meine Hauptfigur sich irgendwo hinbegibt, kommt dann irgendwann nach einer kurzen Zeitspanne automatisch per purem Zufallswarp Player Nummer 2 an deine Seite. Und ihr seht, was blöd ist, ich kann mir zwar hier frei entfalten und hier noch die Items holen, aber Spieler Nummer 1 ist immer noch der treibende Keil. Also dort, wo ich bin, wird auch der zweite Spieler hin katapultiert. Also man kann wirklich sich frei bewegen. Also das ist schon ziemlich cool. Und das macht den Modus auch für 2 Spieler deutlich interessant. Ich gehe mal eins nach unten, um das auszutesten. Ja, ist alleine mit 2 Pets ein bisschen unhandlich. Ah, kriegen wir hin. Ja, zum Beispiel. Perfekt. So. Jetzt kann ich sagen, angreifen. Oder kann ich hier auch Shortcuts benutzen? Wie ist denn das, wenn ich jetzt die Option drücke? Nee, kann ich nicht. Also Shortcuts drücken kann ich überhaupt nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich meine Spezialenergie benutzen könnte. Also ich kann normal attackieren. Interessant. Ach, wisst ihr, was auch cool ist? Ich kann mich so lange hier frei umher bewegen, bis Spieler Nummer 1 sich bewegt. Und dann zählt es nämlich auch erst, wenn der Gegner dran ist. Kann das sein? Also erst, wenn ich mich bewege als Spieler Nummer 1, dann macht auch der Gegner seinen Move. Ich locke mal nach unten. So. Und jetzt kann ich mit Spieler Nummer 2 einfach hier frei agieren. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Ich kann zwar nichts einsammeln, aber ich kann mich genau dort hinstellen, dass ich dann weniger Schaden bekomme. Also der bleibt nicht bei mir am Arsch kleben. Interessant. Das heißt aber trotzdem, dass der Spieler Nummer 2 nur bedingt halt hier auch aktiv eingreifen kann. Weil ich kann keine Spezialskills selber benutzen. Weil ich kann drücken, was ich will. Doch. Ich dachte, ich hätte alle Tasten ausgetestet, aber mit dem Druck auf die Dreieckstaste kannst du deinen Spezialskill aktivieren. Ja, und X ist angreifen. Was er gerade nicht macht, wahrscheinlich weil ich auch gelaufen bin. Ja, habe ich mir schon gedacht. Also es muss dann schon immer im Wechsel sein, wäre ja auch sonst gemein.
Aber geil. Also das ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Möglichkeit. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass man diesen Zwei-Spieler-Modus so recht gut umsetzen kann. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, also wer da Bock drauf hat, kann es gerne so machen. Und damit war es auch für die heutige Folge. Ich wollte gar nicht lange aufnehmen, aber es gibt halt doch einiges zu zeigen. Wir sehen uns irgendwann wieder, wenn wir irgendein spezielles Dungeon haben oder ich meine Items doch arg verbessern konnte. Ich werde ein bisschen rumfarmen, denn das macht momentan sehr viel Spaß. Und ja, dann bis zum nächsten Part. Rein hauen und tschüss.